Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Cortices Podcasts. Mein Name ist Jürgen Hübner und heute geht es wieder um das Leben. Und mein Kollege Franz Klebel kann Ihnen da ein bisschen was dazu erzählen und wen er uns heute mitgebracht hat. Hallo Franz. Hallo Jürgen. Ich habe mich mit Professor Schulzimmer-Kuch unterhalten. Er ist Geologe, Astrogeologe und Astrobiologe und beschäftigt sich mit der Frage nach komplexem Leben im Universum. Also wie wahrscheinlich ist, dass komplexes Leben auf anderen Planeten auch entstanden ist oder auch auf anderen Monden irgendwo im Sonnensystem und welche Voraussetzungen es denn dafür bedarf und wie wir einschätzen können, ob diese Voraussetzungen im Universum häufig oder weniger häufig sind. Und vor allem, wie dann aus so einer kleinen Vorläuferzelle letztlich komplexes Leben entsteht. Und wie wahrscheinlich es ist, dass man beispielsweise aus so einer Art Bakterium dann hochgradig komplexe Lebewesen wie unsere höheren Tiere oder Pflanzen entstehen. Ein, wie ich finde, sehr spannender Vortrag. Und sicherlich auch ein sehr spannendes Interview. Ich freue mich auf jeden Fall und unserer werten Hörerschaft wünsche ich wie immer viel Spaß und viel Freude beim Erkenntnisgewinn. Guten Tag, Herr Professor Schulze-Makuch. Sie haben heute einen Vortrag gehalten über die Möglichkeit des Entstehens von Leben auf Exoplaneten im Zuge unseres Symposiums. Ich möchte Sie nochmal fragen, was die wesentlichen Punkte waren, die Sie da angesprochen haben und was aus Ihrer Forschung dabei entstanden ist. Sie haben ja in Gießen Geologie studiert, sind dann an die USA gegangen und waren an der University of Wisconsin und dort promoviert und sind dann über die Universität von Texas zur Washington State University in Pullman gekommen und haben dort über Astrobiologie und planetare Habitate gearbeitet. Und seit 2013 haben Sie auch eine Professur am Zentrum für Astronomie und Astrophysik an der TU Berlin, wo Sie unter anderem auch über die Habitate am Mars geforscht haben. Sie sind vielleicht im größeren Publikum dadurch bekannt, dass Sie neben zahlreichen Publikationen fürs Fachpublikum, aber auch Sachbücher, populärwissenschaftliche Sachbücher geschrieben haben und einen Sci-Fi-Roman, eine Sci-Fi-Novelle geschrieben haben, Alien Encounter, die noch nicht auf Deutsch ist. Vielleicht, wenn die Nachfrage jetzt steigt, wird sich vielleicht ein Verlag finden, das auf Deutsch zu übersetzen. Heute werden Sie sich eher mit Ihrem letzten Buch beschäftigen, das heißt Das lebendige Universum oder Cosmic Zoo im Original. Und darauf bezog sich die Frage, was sind Ihre Punkte, um darzustellen, wie Sie denken, dass auf Exoplaneten, auf erdähnlichen Planeten das Leben entstanden sein könnte? Ja, erstmal hallo. Und ja, ich habe vorhin über das Cosmic Zoo-Hypothese gesprochen. Und die besagt im Prinzip, dass wenn Planet habitabel lang genug ist, dass wir glauben, dass dort auch komplexes Leben entstehen kann. Und das würde sich natürlich auf die Exoplaneten auch beziehen. Und wir haben uns speziell die Entwicklungsphase oder die Schlüsselinnovation der Evolution des Lebens auf der Erde angeschaut, vom Ursprung des Lebens zur technischen Zivilisation uns. Und diese Zwischenschritte wurden, soweit wir das sehen können, durch many paths, also durch verschiedene biochemische Lösungen erbracht, aber mit der ähnlichen Funktion. Und deswegen glauben wir dann auch, dass wenn der Ursprung des Lebens auf einem anderen Planeten passiert ist, dass sich die Evolution dort auf einem Exoplaneten oder auf einem anderen Planeten sich ähnlich widerspiegeln würde und wir dann auch zu komplexen Organismen kommen würden, die wir vielleicht nicht unbedingt Tiere oder Pflanzen nennen würden, aber die dieselben Fähigkeiten haben wie Tiere oder Pflanzen auf unserem Planeten. Also Sie denken, wenn das Leben sich erstmal etabliert hat, also so eine gemeinsame Urzelle oder gemeinsame Vorläuferzelle irgendwo entstanden ist, dass es dann mehr oder minder, ich würde sagen unweigerlich, aber sehr wahrscheinlich ist, dass sich daraus evolutiv dann so eine Masse an unterschiedlichen divergenten Organismen entwickelt bis hin zu einer intelligenten Lebensform möglicherweise? Im Prinzip ja. Ich meine, es ist nicht eine einzelne Zelle, sondern es ist mehr so Zellgemeinschaften und dass die sich dann
durch die verschiedenen Umweltbedingungen, die sie erfahren während ihrer Lebensphase und immer durch neue Generationen, durch die Evolution, durch Mutation, dass diese Organismen immer besser angepasst werden und schließlich dann auch Kolonialorganismen bilden, irgendwann dann auch kompliziertere Zellen bilden, wie die eukaryotische Zelle bei uns. Und dann schließlich auch mehrzelliges Leben sich auch entwickeln wird. Bis hin zu eher komplexen Organismen. Intelligenten Leben ebenfalls wie auf dem Level von Delfinen oder Tintenfische oder Menschenaffen. Mhm. Was wir nicht sagen können, ob sich dort auch technologische Zivilisationen entwickeln, weil wir das nur einmal in unserer ganzen, in der Erdgeschichte der Erde hatten, in 4,6 Milliarden Jahren, ist das nur einmal passiert, obwohl wir sehr viele andere intelligente Organismen auf unserem Planeten haben. So, das können wir nicht voraussagen, das wissen wir momentan nicht. Es gibt auch unterschiedliche Ansichten darüber, ob das sehr wahrscheinlich ist, dass sich auf Planeten solche Vorgänge etablieren und häufig ablaufen oder eher weniger häufig. Sie gehören eher zu den Vertretern, die meinen, das ist, wenn die Anfangssituationen günstig sind, dann ist es eher sehr wahrscheinlich, dass wir diesen kosmischen Zoo, den Cosmic Zoo erhalten werden. Also dass auch auf vielen anderen Planeten im Sonnensystem sowas möglich ist und dann auch passiert ist. Ja, ich glaube wirklich oder ich denke wirklich, dass das Leben unheimlich adaptiv ist. Wir sehen das ja auch, das Leben auf der Erde, dass sich angepasst hat zu extremen Wüstenbedingungen zum Beispiel, zu extrem kalten Bedingungen, an hydrothermale Smokers, also unter enorm vielen verschiedenen Lebensbedingungen. Und dass sich das Leben, wenn das dann einmal da ist, dass sich das dann auch immer weiterentwickelt und solange natürlich der Planet habitabel selbst bleibt. Und dazu gehören halt bestimmte Bedingungen, zum Beispiel eine Atmosphäre, dann auch Plattentektonik, also irgendein Recyclingmechanismus, dass die Nährstoffe recycelt werden. Also gewisse Bedingungen sind natürlich schon daran geknüpft. Aber im Prinzip, wenn ein Planet also für sehr, sehr lange Zeiten habitabel bleibt wie die Erde, würden wir das erwarten, dass sich das dann auch weiter und weiter entwickelt. Ja. Eben auch, weil, wie Sie sagen, dieses Multi-Wege-Modell letztlich darauf abstellt, dass die gewünschte Funktion eintritt und nicht der Weg, wie diese Funktion letztlich sich etabliert. So, Sie haben ja selber das Beispiel gebracht, das Fliegen, zum Beispiel über die Federn von Fledermäusen oder von den Dinosauriern mit Flughäuten oder auch den Fledermäusen oder den Flughunden oder sogar Fische fliegen können. Das heißt, die Funktion Fliegen wurde einfach auf verschiedenen Wegen erreicht, weil es wichtig und notwendig war, in diesem speziellen selektiven Ökosystem zum Beispiel zu fliegen. Und es gibt sicher sehr viele Beispiele, wo auch die Entwicklung von Augen zum Beispiel, die sind ja x-mal entwickelt worden und haben letztlich die gleiche Funktion. Richtig, und jedes Mal eigentlich unabhängig. Ja. Und das ist halt selektiver Vorteil. Selbst Einzelne haben so Augenspots, Eyespots. Und das zu sehen oder so, wenn man in der Nähe von der Planetenoberfläche wohnt, ist halt unheimlich selektiv ein Vorteil. Und das hat sich bei sehr vielen verschiedenen Organismen entwickelt. Und wie Sie gesagt haben, das ist halt auch mit dem Fliegen genauso. Das ist sehr, sehr unterschiedliche Organismen. Und wenn wir uns selbst, wenn wir uns die intelligenten Organismen angucken, dass ein Tintenfisch und ein Elefant zum Beispiel ist sehr unterschiedlich oder ein Menschenaffe und ein Delfin, Krähenvögel oder auch Papageien sind auch sehr intelligent. Also das sind sehr, sehr unterschiedliche Organismen, aber in vielen von denen hat sich trotzdem intelligentes Leben entwickelt. Mhm. Wobei letztlich vielleicht der erste Filter oder Bottleneck von dem Ganzen ja ist, dass sich überhaupt erstmal so ein Leben entwickelt, dass also aus der anorganischen Chemie oder organischen Chemie, aber abiotischen Chemie so viele Moleküle zusammenlagern, dass man dann von Leben sprechen kann. Und das ist eigentlich die Voraussetzung dafür, dass das dann passiert, dass die dann als wahrscheinlich halten, dass nachfolgend diese evolutiven Prozesse, vorausgesetzt, das ist ein habitabler Planet, dass die dann fortgesetzt werden. Aber das am Anfang ist schon, glaube ich, irgendwie erstmal eine Hürde, die genommen werden muss. Richtig, und das ist eine Hürde und das ist auch ein bisschen ein Schwachpunkt von der Hypothese.
Weil wir halt nicht genau wissen, wie der Ursprung des Lebens passiert ist. Von allem, was wir wissen, oder sagen wir so, wir sollten vielleicht sagen, was wir glauben zu wissen, ist, dass das Leben, sobald es möglich war, auf der Erde relativ schnell entstanden ist. Dass die Zelle oder das Innere der Zelle auch dem Meerwasser sehr nachspiegelt von der chemischen Zusammensetzung. Und dass wir von diesen Molekülen, die sich da zusammengebildet haben, dass es die natürlich auch Meteoriten gibt und dass die Bausteine alle da waren, dass wir eigentlich glauben, dass es nicht so schwierig gewesen sein kann und dass sich das Leben vielleicht sogar mehrere Male im Prinzip entstanden ist und sich dann die bestadaptierte Lebensform durchgesetzt hat und mit wahrscheinlich noch mit den gewissen Eigenschaften von anderen oder Genen von anderen Leben sich zusammengesetzt hat. Und das war eigentlich darwinische Evolution auch zu diesem Zeitpunkt. Das ist eigentlich, was wir glauben und was die meisten Wissenschaftler, denke ich, auch glauben. Aber wir müssen natürlich sehr vorsichtig sein. Wir haben keinen Beweis, wie das genau passiert ist. Und solange wir das nicht genau wissen, wie das passiert ist, müssen wir da vorsichtig sein. So im Prinzip sehe ich das so, wenn wirklich dieses Unwahrscheinliche, dass das Leben entstanden ist, so, so unwahrscheinlich ist, wie gesagt, was wir nicht glauben, aber wenn dem so ist, dann würden wir in einem sehr leeren Universum leben. Aber wenn dem nicht so ist, dann leben wir, wie wir das genannt haben, in einem Cosmic Zoo, in einem lebendigen Universum mit vielen Planeten und Monden, wo es auch relativ komplexes Leben gibt. Ja. Wobei man immer aufpassen muss, dass man als Mensch sehr von seiner Warte aus denkt und das Leben immer mit dem vergleicht, wie wir es kennen. Also es könnte durchaus sein, dass es anders abgelaufen ist, dass es auch andere Ursprungsmöglichkeiten gibt, wie das Leben entstanden sein könnte. Oder dass auch auf einem Planeten, weil Sie meinten, das Bestadaptiv hat sich durchgesetzt, könnte ja sein, dass es auf dem Planeten ganz verschiedene Lebensformen gibt, die sogar intelligent geworden sind, die aber aus ganz unterschiedlichen Tierstämmen entstanden sind, rein theoretisch. Ich weiß, Sie sagen, Sie sind Star Trek-Fan, bin ich auch. Ich weiß nicht, ob Sie die neuen Star Trek, also die letzten, kennen. Die neueste, Raumschiff Enterprise auf Deutsch, glaube ich, mit der Vulkanierin und dem Captain Archer, wo die Hintergrund, also eine der Hintergrundstories ist ja, dass die zum Planeten kommen, der von vier oder fünf Spezies, intelligenten Spezies besiedelt ist, von einem Planetensystem, wo also so walähnliche Organismen und insektenähnliche Organismen und affenähnliche Organismen, die aber alle intelligent sind und zur Weltraumfahrt fähig sind. Ist natürlich Science Fiction. Aber rein theoretisch können wir das sicherlich nicht ausschließen, nur weil wir unser Beispiel sehen, dass wir sagen, okay, es gibt eine Urzelle, diese LUCA, diese Last Universal Common Ancestor, der letzte gemeinsame Vorfahr, und aus dem hat sich alles entwickelt. Theoretisch könnte man sich vorstellen, dass es auch als mehrfach gesprießt ist und die sich nicht gegenseitig aufgefressen haben, sondern nebeneinander her evolviert sind. Oder ist das eine romantische Vorstellung? Ich glaube, es ist eigentlich eher ein bisschen eine romantische Vorstellung, muss ich sagen. Weil da gewissermaßen schon so ein Wettbewerb stattfindet, welche Spezies sich durchsetzen würde. Im Prinzip wäre es natürlich schon denkbar und wir müssen uns für alle Möglichkeiten offen halten. Ja. Also zum Beispiel als Beispiel, wo wir zum Beispiel nicht denken, wenn wir als Pilze denken, dann sind wir an kleine Geflechte oder diese Pilze, die wir abschneiden und dann uns ins zum Schnitzel drauf machen oder sowas. Ja. Aber in der Erdgeschichte gab es Pilze, die sind so groß geworden wie Bäume. Also das gab es zum gewissen Zeitpunkt auch. Also wir müssen uns wirklich davon freimachen, gewisse Regeln oder biologische Regeln, zum Beispiel Raubtier, Beutetier, wird es auch geben auf anderen Planeten, weil das dann im Prinzip selektiv Richtung Intelligenz auch treibt. Weil Anpassung muss halt dann immer passieren und dann immer besser werden und immer besser machen. Das ist so im Prinzip so ein Arms Race, ja, dass das dann passiert, aber dass dann die Organismen wirklich spezialisiert und ein Teil wird dann auch recht intelligent. Nur wenn dann mehrere intelligente Species existieren auf einem Planeten, werden die wahrscheinlich auch miteinander konkurrieren. Dass die nur Kumbaya miteinander machen, ist wahrscheinlich unwahrscheinlich. Aber wir können das natürlich nicht ausschließen. Ja. Kann das natürlich sein. Für uns Menschen war es, dass es beides, dass wir sehr sozial sind,
dass wir miteinander gut umgehen können, im Prinzip, aber dass es auch Perioden gab, wo dies nicht der Fall war. So, wir sind eine Spezies, die sehr auch im Konflikt oder so ist. Aber das sind halt die zwei Seiten. Aber für die meiste Zeit tun wir eigentlich sehr gut miteinander zusammenarbeiten und das uns auch als Menschheit voranbringt. Und die Schwarzen oder die Schattenseiten sind eigentlich eher weniger. Ja. Und werden immer weniger, hoffentlich. Also ich verstehe das richtig, man würde sich eher vorstellen, oder andersrum, wenn es einen Planeten gäbe, wo die Lebewesen wie große Zeppeline durch die Luft schweben und vom Sonnenlicht leben und einfach da so vor sich hinschweben, ist die Wahrscheinlichkeit, dass es zu raumfahrtfähigen Zivilisationen kommt, eher gering, weil es keine Notwendigkeit gibt, dort eine spezielle, wenn ich dort im Paradies vor mich hinschwebe, irgendwie eine spezielle Intelligenz oder so auszubilden, wie ich besser sein kann, weil es dieses Konkurrenzverfahren nicht gibt, das dann letztlich zu so einer Intelligenz führen würde. Richtig, das sehe ich auch so. Und wenn wir uns überlegen, zum Beispiel, wir können ja auch das auf der Erde sehen mit Schlangen. Mhm. Und Schlangen haben sich nicht entwickelt, besonders intelligent zu sein. Aber die müssen ja auch nicht intelligent zu sein. Die müssen sich halt ranschleichen können. Es ist gut, wenn die giftig sind, um ihre Beute zu packen und nicht mehr loszulassen. Und dadurch, da haben sie sich hin spezialisiert. Und für uns, wir sind eigentlich von unserem Körper eigentlich eine relativ schwache Spezies. Und da hat sich das dann so ergeben, dass wir mit unserer Intelligenz einige Sachen wettgemacht haben, weil wir körperlich nicht so stark sind. Wir haben keinen Panzer, wir haben keine übermäßig wirklich total gute Augen wie ein Falke oder so. Aber wir haben halt eine gewisse Intelligenz. Und wir arbeiten gut zusammen in der Gruppendynamik. Ja. So haben unsere Vorfahren ja die Mammuts, die viel größer waren oder sowas, konnten sie die jagen und erlegen. Mhm. Und das hat uns dann halt wieder vorangetrieben und das, was es für unsere Spezies gemacht hat. Es ist so ein bisschen wie die Aussage, dass es im Prinzip kein Tier auf der Erde gibt, das einen Menschen im Zehnkampf besiegen könnte. Ja. Es gibt viele, die können besser laufen, bessere Hürden machen, besser schwimmen, aber es gibt kein Lebewesen, das alles so mittelgut könnte wie wir und dann letztendlich gewinnen würde. Ja, unsere Anpassung geht vielleicht eher so auf das Soziale auch raus, das Gemeinsame. Richtig, also das Soziale ist unheimlich wichtig und dadurch hat sich dann ja auch Sprache so entwickelt, um das auch genau zu tarieren, was genau gemacht werden kann. So, das ist zumindest eine große Komponente davon, ja. Herr Schulze-Markuch, am Schluss vielleicht noch eine hypothetische Frage. Würden Sie damit rechnen, dass wir in unserer, oder sagen wir, dass in den nächsten 100 Jahren wir Kontakt haben zu irgendwelchen außerirdischen Intelligenzen oder dass wir zumindest feststellen können, dass es irgendwo Leben, biologisches Leben auf anderen Planeten gibt oder anderen Welten gibt, anderen Monden? Also das ist eigentlich eine zweiteilige Frage. Ja, also für biologisches Leben, ja. Ich denke eigentlich, dass es Leben auf Mars gibt, dass es indigenes Leben auf Mars gibt. Wir müssen es nur finden. Und das würde wahrscheinlich in Nischen zurückgezogen haben, zum Beispiel in Lavahöhlen oder Valles Marineris in diesem riesigen Canyon, der so tief ist und so. Oder an Pole vielleicht. An Polen ist wahrscheinlich zu kalt. Aber so an den Untergrund, vielleicht in den Salzgestein, wie in der, ich mache Forschung in der Atacama zum Beispiel, und da sehen wir Mikroben, die direkt Wasser von der Atmosphäre anziehen können, weil die Salze dazu benutzen, die sind hygroskopisch, die ziehen direkt Wasser aus der Atmosphäre an und die Mikroben benutzen das. So, das kann ich mir durchaus vorstellen, das sehe ich als wahrscheinlich an. Mhm. Eventuell auch in Europas Ozean, also im Jupiters Mond Europa. Mhm. Mit intelligenten Aliens innerhalb der nächsten 100 Jahren denke ich eigentlich, dass es das auch wahrscheinlich ist, weil ich mir das sehr schwierig vorstellen kann, dass wir wirklich die Einzigen sind, die sich technologisch intelligent entwickelt haben. Und es hängt aber, glaube ich, mehr von den Aliens ab, wenn man so will, weil ich denke, der Kontakt wird immer von den weiterentwickelten die Initiative geht von den weiterentwickelten Zivilisationen aus. Mhm. Und wir sind nicht die Weiterentwickelte. Ja.
Aber wäre das dann nicht ein ziemlicher Zufall, dass ausgerechnet jetzt, wo wir so weit sind und über Aliens nachdenken, auch Aliens auftauchen? Ich meine, vor keine Ahnung, 1000 Jahre ist eine winzige Zeitspanne kosmologisch gesehen, hat kein Mensch an irgendwelche Aliens gedacht. Und jetzt, wo wir darüber nachdenken, seit, keine Ahnung, 100 Jahren, jetzt kommen die auch plötzlich in den nächsten 100 Jahren und sagen, hey, hier sind wir. Ich denke, wenn es die in unserer Nachbarschaft gibt, in unserer galaktischen Nachbarschaft, ja, wissen die schon, dass wir existieren. Okay, die wissen von uns, die würden dann auch sehen, dass wir, okay, wir haben mit dem Space Shuttle oder mit den Sonden, tun wir unser Sonnensystem erkunden, okay, und die würden dann Kontakt aufnehmen, wenn sie denken, das ist eine gute Idee. Ja. Aber es könnte durchaus sein, dass sie denken, okay, wir sind noch nicht reif dazu, das ist vielleicht momentan keine gute Idee, mhm, wo es, wenn wir uns die Weltlage angucken, vielleicht auch einige gute Gründe dafür gibt. Ja, mag sein. Da sieht man wieder, wie Star Trek auch Wissenschaft beeinflussen kann. Denn das ist so diese Prime Directive irgendwie auch, die in Star Trek natürlich, was heißt natürlich, die dort propagiert wird und natürlich auch Sinn macht, dass man nicht irgendwelche Menschen beeinflusst. Ist ja, ging bei uns nicht anders, wenn man indigene Völker jetzt irgendwie anguckt, die man in Amazonas oder irgendwo sieht, die noch nie mit Menschen Kontakt hatten, dass man da sehr zurückhaltend ist, mit denen Kontakt aufzunehmen oder lieber gar nicht, um die halt nicht zu zerstören. Und das kann natürlich genau das gleiche Phänomen sein, das Sie sagen. Ja, ja, ich denke, das ist nicht nur vom Star Trek, das ist halt, weil wir das sehen, wie das mit den indigenen Völkern passiert, genau, ist, als, ja, die westlichen Zivilisationen mit denen Kontakt aufgenommen haben. Und ich denke, das ist nicht unbedingt was Schlechtes, aber man muss da sehr vorsichtig vorgehen und dass man da wirklich keinen Schaden zufügt. Ja. Und wenn die Aliens, diese Zivilisation der Aliens, das weit entwickelt ist, also in dem Philosophischen zumindest, mhm, ja, dann würden die sicherlich darüber auch nachdenken. Ja. Aber es kann natürlich auch sein, dass technologische Entwicklung heißt nicht unbedingt, dass jemand auch philosophisch oder ethisch weiterentwickelt ist. So, da müssten wir zum Beispiel auch vorsichtig sein, dass wir von den Science-Fiction-Filmen kennen wir das ja auch, Independence Day oder so. Ja, so. Also da gebe ich zum Beispiel Stephen Hawking zum Beispiel auch recht. Ja. Also wir müssen aufpassen, wen wir zu uns einladen. Das heißt nicht unbedingt nur, weil die Zivilisation, sagen wir mal, ein paar tausend Jahre älter ist oder weiterentwickelt ist, dass die gut ist für uns, die zu treffen. Ja. Das ist, was Stephen Hawking sehr sagt. Ja, man muss aufpassen, dass uns die nicht, dass es uns nicht so geht wie den indigenen Bevölkerung vor Kolumbus, als Kolumbus in Nordamerika. Yeah. Und Kolumbus war im Prinzip, also soweit ich die Geschichte verstehe, eigentlich kein schlechter Mensch, aber die Sache, wie das dann gelaufen ist, dann ihm auch aus der Kontrolle geglitten. Ja, und ein bisschen muss ich sagen, Rüdiger Waas hat ja so die Idee, dass er sagt, wenn solche Leute kommen, dann sind es möglicherweise reaktionäre religiöse Dogmatiker, deren Hintergrund ist die genau sowas, dass sie sagen, warum sollten sie zu anderen Welten gehen? Eigentlich brauchen sie keine Ressourcen, sie haben Roboter, sie brauchen eigentlich keine Sklaven oder so, sondern dass sie das eher aus so einem Dogmatismus heraus machen, die anderen zu unterwerfen. Und da, ich finde es auch ein bisschen weit hergeholt von Rüdiger Waas. Ich glaube, das ist ein bisschen zu sehr negativ, weil ich meine, es ist ja auch die Komponente für uns, wenn wir jetzt zum Mars fliegen oder so, es ist ja für uns nicht den Mars als, okay, jetzt tun wir jetzt die deutsche oder amerikanische Fahne da drauf. Ja. Das ist ja also ein bisschen davon ist natürlich da, aber wir wollen das ja auch verstehen und wenn es dort Lebewesen gibt, die Lebewesen verstehen und Entdeckungen machen und unseren Platz im Universum erforschen, das ist eigentlich schon also Motivation genug. Das muss nicht heißen, dass ich irgendjemand anders unterwerfen will. Ja. Nur wenn man Hawkins halt weiterdenkt oder zu Ende denkt, ist es natürlich dort so gelaufen. Ja, ich meine, im Prinzip sind die Dogmatiker dann die Spanier und so gekommen mit ihren Mönchen, die dort dann, ohne dass sie irgendwie wirklich Grund hatten, die zu versklaven oder so, sondern einfach aus solchen dogmatischen Gründen, die tatsächlich unterworfen haben. Ja, das ist richtig, das ist, was passiert ist. Natürlich waren die Azteken oder sowas auch nicht gerade sehr zivil. Richtig, aber Südamerika, Brasilien, wo speziell die Spanier dann waren, oder Pizarro. Ja, oder. Natürlich. Aber ich denke, dass wir jetzt ein Stück weiter sind, dass natürlich, wir das nicht mehr machen würden. Und wenn andere Alien-Zivilisation mit uns Kontakt aufnehmen würde
Und wir würden auch hoffen, dass die ethisch noch ein ganzes Stück weiter entwickelt sind als wir und sich das dann wirklich überlegen würden, ja, das was sie machen. Aber da wir es natürlich nicht wissen, hat Stephen Hawking, denke ich, auf alle Fälle recht. Wir wollen vorsichtig sein. Ja. Herr Schulze-Markuch, vielen Dank für das sehr informative, spannende und lebendige Gespräch. Dankeschön. Ja, danke, sehr gerne.